Hallo und herzlich willkommen zum Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video geht es um Sicherheit zu Hause in der Wohnung. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Wie vorher erwähnt, es geht um Sicherheit fürs Zuhause oder die Wohnung. In letzter Zeit wurde ich sehr oft angesprochen auf quasi Vorbereitung auf eventuelle Krisen. Wie kann man sein Haus absichern, was ich raten würde. Und ein paar Leute haben das quasi jetzt gefragt. Und heute möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen. Die funktioniert allerdings halt nur, wenn wir Strom haben. Unter Umständen, auch wenn der städtische Strom weg ist, funktioniert es auch, nur wenn man sich da ein wenig auskennt und man muss Programmierkenntnisse haben, dann kann man das andersrum laufen lassen, ohne Internet, ohne Server. Ich werde euch jetzt nur die Kamera präsentieren. Die Kameras sind von mir selbst gekauft. Wieso ich diese Kameras ausgesucht habe? Diese Kameras benutze ich ungefähr seit 5 Jahren. Ich habe selber, ich glaube, 5 Stück. Die 3 neuen sind für meine Verwandtschaft. Die werde ich bei jemandem montieren. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, jetzt eine pro Stück, glaube ich, knappe 40 Euro bei Black Friday gezahlt. Ansonsten kosten die so zwischen 50 und 60 Euro. Und ich kann sie wirklich gut also weiterempfehlen. Die sind bei mir jetzt seit 3-4 Jahren im Einsatz, eine sogar 5. Und bis jetzt schlägt sie sich sehr gut. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Man ist im Vorteil. Man muss halt achten, wie man sie ausrichtet. Man darf nicht zu seinem Nachbar oder andere Menschen filmen, nur sein Grundstück und keine anderen Personen. Aber wie gesagt, man kann zum Beispiel seine Fenster und Türen damit absichern. Man kann nach draußen sehen, steht jemand vor der Tür, hat der Postbote Pakete hingestellt, steht jemand vor dem Fenster. Auf jeden Fall, denke ich mal, ist sowas sinnvoll. Das ist eine günstige Möglichkeit, um nach außen zu sehen zu können, auch wenn es dunkel ist. So, jetzt habe ich mal die Kamera ausgepackt. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Ich mache sie mal kurz auf. Im Prinzip ist es sehr einfach zu installieren, wenn man sich einigermaßen auskennt. Also ich muss sagen, ich habe die Bedienungsanleitung nie benutzen müssen, aber wenn es jemand braucht, die ist auf Englisch und ich blende sie kurz ein. Ihr könnt Pause drücken und langsam euch das hier quasi durchlesen. Aber im Prinzip ist es sehr, sehr einfach. Früher war es wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Fritzbox habt und ihr habt nur eingeschaltet das 5 Kilohertz Netz und nicht dieses 2,5, das ältere, da hat es nicht funktioniert, dann müsst ihr kurz ausschalten, beziehungsweise das 5 Kilohertz Netz und nur das 2,5, die Kamera quasi ins Netz registrieren und dann einfach die Fritzbox neu starten, damit andere Geräte mit 5 Kilohertz weiterlaufen können. Auf jeden Fall diese Kamera, bei dieser Kamera ist das hier noch dabei, für die Kabel, und dann haben wir Dübel und Schrauben zu befestigen, ist auch dabei. Und dann haben wir das Netzteil. Das Netzteil sieht so aus. Und natürlich noch die Kamera. Also die Kamera funktioniert sehr gut mit der App. Die App werde ich euch nachher einblenden. Die Kamera heißt das Smart Wifi Kamera Outdoor Wifi Dome Kamera 360 Grad. Ich werde euch nachher den Link im Videobeschreibung verlinken. Wir haben 2 Antennen. Die Kamera hat hier LED-Lichter. So, hier könnt ihr, ich hoffe, sehen. Hier ist links ist der quasi Slot für die Micro-SD-Karte. Rechts nebendran ist der Reset-Knopf.
um die Kamera zu resetten, und dann macht man das einfach nur zu. Wenn man die Kamera eingesteckt hat, man kann die Kamera kurz einmal formatieren, und das war's im Prinzip. So sieht sie aus. Die Kamera hat auch eine automatische Verfolgungsfunktion für Menschen. Also man kann auswählen, Menschen verfolgen. Ich muss sagen, ich habe das mal eingeschaltet gehabt bei mir im Ferienhaus. Und dann verfolgte aber die Kamera auch Tiere, also Katzen, Marder. Also bei mir war mal ein Marder drauf, wie er bei mir ins Auto reingegangen ist, ins Motorraum. Und dann habe ich mir etwas gegen Marder gekauft, seitdem habe ich keine Probleme. Also da hat mir die Kamera ein paar hundert Euro gerettet. Auf jeden Fall, ich finde, mit so einer Kamera, also wie gesagt, ich habe jetzt für eine Kamera 40 Euro gezahlt, ich werde es verlinken. Die sind, also von der Qualität her, ich bin sehr zufrieden für dieses Geld, was die können. Und wie gesagt, die laufen jetzt, ich habe mehrere, die laufen seit zwischen 3 und 5 Jahren schon bei mir und sind noch nicht kaputt. Man kann mit dieser Kamera sich mit jemand unterhalten. Also wenn sich eine Person vor der Kamera oder in der Nähe von der Kamera hält, man kann sich mit dem unterhalten, man kann hören und sprechen. Also die Kamera nimmt automatisch Sachen auf, speichert sie auf die MicroSD-Karte. Die Bilder, man bekommt sofort eine Warnung, wenn sich irgendwas vor der Kamera bewegt. Man kann die Empfindlichkeit einstellen, man kann Qualität einstellen, SD oder HD, und die Qualität der Nachtaufnahmen ist auch sehr gut. Ich werde euch mal das Video einblenden mit 4 Kameras, wie das ausschaut, zum Beispiel jetzt beim iPhone. Auf jeden Fall, also ich benutze das sehr, sehr lange und muss sagen, ich war überrascht für dieses Geld, wie gut diese Kamera ist. Es gibt ähnliche Kameras, für das ähnliche Geld, sogar teurer, für 70 Euro habe ich auch gehabt, aber die haben nicht gut funktioniert, die habe ich wieder zurückgeschickt. Wie gesagt, mit dieser Kamera habe ich positive Erfahrung, und da sehr viele Fragen kamen, was könnte ich da empfehlen? Also für mich wäre so eine Überwachungskamera auf jeden Fall empfehlenswert. Unabhängig davon, ob es irgendwelche Krisen gibt, ist sowas von Vorteil. Alleine, wenn man irgendwas draußen vergessen hat oder wenn mal irgendwas umkippt, man muss nicht, keine Ahnung, draußen nachts, man kann kurz aufs Handy gucken oder Tablet und kann nachschauen, was es war. Auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll. Ich muss es im Klaren sein, dass es über einen Server läuft. Also man kann das, wenn man sich gut auskennt. Ich habe es jetzt bei mir so gemacht, auch wegen Blackout-Gefahr und Brownouts oder Stromausfälle. Ich kann meine Kameras über das interne, meine eigene Netz laufen. Ich brauche keine Server, ich kann das Videosignal weiterempfangen, natürlich auch wenn kein Strom im Haus ist, die werden versorgt anders. Auf jeden Fall, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber wie gesagt, die einfachste Möglichkeit ist einfach, diese Kamera einfach in die Steckdose einzustecken. Man startet diese App, die werde ich euch einblenden, der ist, glaube ich, IC360, und man schließt sie, also wenn sich einer nicht gut auskennt, man schließt sie einfach mit diesem Netzwerkkabel, einfach hier dieses Netzwerkkabel rein und zum Beispiel jetzt in die Flitzbox kurz, und so meldet man sie an, also wenn sich einer nicht gut auskennt, über Wi-Fi, und sagt dann einfach in der App, benutze die WLAN-Funktion, und dann wird automatisch quasi diese WLAN-Funktion gezeigt, wo man über Netzwerk verbunden ist, und dann braucht man auch kein WLAN-Passwort einzugeben. Ansonsten, man geht ganz einfach vor, steckt sie in Strom ein, startet die App. Man kann sie auch
einfach über Wi-Fi-Netzwerke suchen. Dann sagt man einfach dieses Netzwerk, man gibt Passwort ein und die Kamera bindet sich quasi, registriert sich ins Netzwerk und dann muss man einen Benutzernamen eingeben, Passwort und im Prinzip das war's. Die Kamera ist dann verfügbar und funktioniert sehr gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dieser Kamera, ihr könnt sie mir gerne in die Kommentare stellen. Ich werde sie beantworten und schreibt, wenn jemand von euch da draußen auch so eine Kamera hat oder so ähnliche, wie er zufrieden ist. Was ist eure Meinung? Bringt es was, sowas zu haben? Aus meiner Sicht, es bringt viel. Natürlich, jetzt wenn mal ein Blackout kommt, dann wird diese Kamera nicht funktionieren. Aber ich errate sowas jeden, aber ihr müsst halt aufpassen, wo ihr sie installiert, damit ihr andere Personen nicht aufnimmt, weil das ist dann strafbar. Man darf auch nicht öffentliche Flächen oder von Nachbarn filmen, sondern nur sein Grundstück. Und eigentlich, wenn ich das richtig weiß, sollte oder da müsst ihr euch gut informieren, sogar wenn jemand in euren Garten reinkommt oder in Richtung euren Haus, sollte einfach draufstehen, das Gelände ist videoüberwacht, damit diese Person sich überlegen kann, will er reingehen, weil er weiß, er wird dann gefilmt oder nicht wegen Datenschutz. Aber da müsst ihr euch rechtlich informieren. Auf jeden Fall finde ich, für dieses Geld ist es eine Top-Lösung. Ich kann es empfehlen. Wie gesagt, ich werde euch den Link in die Videobeschreibung reintun. Die Kameras habe ich mir selber gekauft, also es ist keine Werbung. Und wie gesagt, ich habe euch auch die App schon eingeblendet. Ihr habt ja gesehen, zum Beispiel, man kann sich jetzt vier Kameras gleichzeitig auf einmal ansehen und einfach auf irgendein Bild antippen und dann wechselt man quasi zu dieser Kamera. Man kann diese Kamera hin und her bewegen, schwenken. Und wie gesagt, Nachtsicht hat man bis 128 GB. Man kann einen Alarm auslösen, also eine Sirene. Man kann selber was drauf sprechen, keine Ahnung, bitte verlassen Sie das Grundstück, es ist Privateigentum, sonst rufe ich Polizei. Als Beispiel, also kann man einiges noch damit einstellen. Man kann quasi diese Auto-Tracking-Funktion benutzen. Man kann einen bestimmten Korridor der Kamera sagen, nur hier solltest du reagieren. Auf jeden Fall, also es gibt für dieses Geld ist das Ding, Gerät wirklich empfehlenswert. Noch einmal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Wenn jemand so eine Kamera hat, schreibt bitte, wie zufrieden ihr seid. Und ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst und wenn euch meine Videos gefallen, wenn ihr mich nicht abonniert habt. Ihr könnt mich abonnieren, es kostet euch nichts und ihr werdet meine weiteren Videos nicht verpassen. Es werden noch einige sehr interessante Videos kommen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, euer Toni. Ciao.